Wir spulen jetzt einfach mal 3 Wochen vor. Das letzte Video, was ihr gesehen habt, war ja mein Video von den Cook Islands. Jetzt bin ich inzwischen schon seit über 3 Wochen auf Hawaii und habe ein Haustier gefunden. Die süße kleine Kelly ist jetzt hier with me. Mit mir. Ja, ich lebe jetzt aktuell gerade auf einem Boot. Wie es dazu gekommen ist, erzähle ich euch noch im Video. Ich werde jetzt aber erstmal duschen gehen. Und das mache ich im Yachtclub. Da bin ich jetzt ein vorübergehendes Mitglied, also für eine vorübergehende Zeit ein Mitglied. Und ja, ich zeige euch das einfach mal und fühle mich jetzt ein bisschen rum. Nachher im Boot, erstmal jetzt im Yachtclub. Also, ab in die Dusche! So, das hier sind die Duschen. Ich drehe mich einfach mal rum. Habt ihr einmal einen Einblick. Hier ist meine Duschkabine. Und ja, ich werde jetzt eine schöne Dusche haben und dann wahrscheinlich was essen. So, frisch geduscht gehe ich jetzt mit meiner neuen Freundin Kelly Gassi. Da seht ihr sie. Sie schnüffelt sehr, sehr gerne. Ja, also hier könnt ihr einmal den Hafen im Hintergrund sehen und die ganzen schönen Boote. Und ja, was mache ich jetzt? Also sie war so ein bisschen einsam, darum habe ich sie jetzt einfach mal für einen Walk rausgenommen. Mir ist aufgefallen, dass ich leider nicht mehr so viel Essen habe. Ich habe jetzt irgendwie nur noch eine Banane gerade gehabt für jetzt. Ich glaube, ich gehe morgen Essen einkaufen. Ich werde wahrscheinlich heute Abend ganz normal Reis essen. Und ich kann euch ja mal so ein bisschen erzählen, was so in den letzten 3 Wochen passiert ist. Also die ersten 3 Tage habe ich im Hostel übernachtet. Dann habe ich Couchsurfing gemacht. Dann war ich 2 Nächte bei Jungs, die ich hier kennengelernt habe. Bei denen habe ich dann übernachtet. Und jetzt seit 2 Wochen... lebe ich halt auf dem Boot mit Leuten, die ich ja auch kennengelernt habe. Das ist ein Pärchen und der Sohn ist dort ausgezogen. Der ist halt einen Tag, bevor ich da halt eingezogen bin, ausgezogen. Und ich bin quasi in sein Zimmer auf dem Boot gezogen. Und ja, bis jetzt funktioniert es halt so ganz gut. Und ich werde mal sehen, ja, wie lange ich hier noch bleibe, wie lange ich noch bleiben kann. Aber wie es jetzt aussieht, sieht es halt so aus, dass ich halt noch den Rest meiner Hawaii-Zeit bei denen verbringe. Also... Er ist halt selber auch viel gereist, er war halt auch in Deutschland und er mag es halt gerne Reisende zu unterstützen. Aus diesem Grund hat er es mir halt angeboten, dass ich halt einfach bei denen halt kostenlos mit auf dem Boot wohnen kann. Wir sind hier ein bisschen weiter gelaufen und hier ist jetzt so eine Parkfläche. Da hinten kann man auch die Boote noch sehen. Da sieht man so die Stiele von den Booten. Und ja, ich glaube, Sonnenuntergang ist schon fast vorbei, weil ich sehe da hinten auch gar keine Busse mehr. Normalerweise fahren hier ganz, ganz viele Boote mit Touristenbussen. Ganz viele Busse mit Touristen da vorne. Da hinten irgendwo an so einem Platz, damit sich alle den Sonnenuntergang ansehen können. Und ja, es machen auch ganz, ganz viele da ihre Hochzeitsfotos. Also ich bin hier so in der, sage ich mal so, meist touristischsten Gegend überhaupt. Oh Mann, heute habe ich aber auch wieder Sprachfindungsstörung. Das ist hier der Waikiki Beach. Und ja, es ist hier sehr bekannt, der Habo ist auch sehr bekannt und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Gegend hier. Wir haben hier einen sehr schönen Strand, wo ich auch schon schwimmen war und hier gibt es ein paar nette Souvenirgeschäfte, wo man gerne gut mal bummeln gehen kann und das ist sehr schön. Kelly und ich, wir sind jetzt beide zurück. Hier ist die Süße. Oh, sie ist so süß. Und ja, ich habe jetzt hier meinen Laptop. Internet funktioniert gerade nicht, aber da möchte ich mir gleich einen Film drauf ansehen. Und ich suche jetzt irgendwie nach was Essbarem. Ich habe gerade ganz viele Salzbrezeln gegessen. Die nennen die hier irgendwie in Amerika Pretzeln oder Pretzels. Und ja, ich habe hier im Kühlschrank noch ein bisschen Melone. Ne, das sind Karotten. Glaube ich, so eine Melone. Das ist Brot. Habe ich Ananas. Ich suche mal die Melone. Naja, fände ich schon noch. Da werde ich mir jetzt ein bisschen Melone schneiden und nachher noch ein bisschen Brownie essen. Hier auf dem Tresen liegt ein bisschen Bananenbrot. Das hat die Nachbarin für meine Hosts, die gerade im Kino sind, gebacken. Bananenbrot ist schon richtig geil. Also hätte ich gar nicht so gedacht. Ihr kennt doch alle so dieses Lied, so Theo, mach mir ein Bananenbrot. Und ich habe halt in Deutschland, als ich das so als Kind gehört habe, ich habe das immer nicht ganz gecheckt. Ich dachte mir immer dann so, hä? Bananenbrot? Also jetzt
warum sollte man denn eigentlich ein Bananenbrot essen wollen? Ich dachte halt wirklich irgendwie, das ist so Schwarzbrot mit Butter und Bananen drauf. Und ich habe mich halt echt gefragt oder einfach nur Bananen in ein Sandwich gematscht, wer das essen will. Aber da wusste ich halt gar nicht, dass es halt wirklich einfach so Bananenbrot gibt, also quasi so ein Kuchen. Und der ist in Neuseeland total bekannt, der ist hier in Amerika total bekannt, aber das ist mir halt einfach nur so halt, also habe ich erst hier beim Reisen kennengelernt. Und ich weiß nicht, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bananenbrot schon vorher kanntet, ob es euch schmeckt, ob ihr es gerne esst und ja, vor allem, weil das auch überall anders ist. Also ich habe schon so viele unterschiedliche Bananenbrote gegessen. Einmal habe ich das in Auckland gegessen, da war das eher so wie so ein weicher Cornflakes-Bananen-Crumble. Und hier, das ist ja wie so ein richtiger Kuchen. Also das hier, den die Nachbarin gebacken hat, den hatte ich vorhin auch probiert. Also das ist absolut mein Favorit. Ja, ich werde jetzt noch einen Film schauen. Ich werde mich nachher wieder melden. Ich muss aber auch noch sowieso ein paar Sachen mit euch besprechen, so die nächsten Videos, was halt alles auf mich zukommt, wenn ich wieder in Deutschland bin. Habe ich ja auch nicht so viel Zeit, da werde ich auch noch umziehen in eine andere Stadt und es wird auf jeden Fall sehr aufregend für mich, sehr interessant und natürlich gibt es da auch viele Dinge so und Themen, über die ich dann halt mit euch reden kann. Ja, das hier sind übrigens die Pretzels of Hannover, die Stadt, in die ich dann ziehe, wenn ich wieder in Deutschland bin. Also ich ziehe dann nach Hannover, meine neue Heimat. Ich muss euch jetzt unbedingt aber nochmal den Ausblick zeigen. Ich weiß, ich bin eine Ausblicksperson. Ich versuche immer, euch irgendwelchen Ausblicke zu zeigen, aber es sieht halt einfach wunderschön aus. Ich drehe mich mal. Es sind hier halt so die Lichter am Hafen. Wenn man aus dem Boot rausguckt und das ist halt einfach so extrem wunderschön. Ich liebe es einfach. Da bin ich wieder. Wir haben jetzt gerade morgens und ich esse mein Frühstück. Ananas und Banane und Naturjoghurt. Also es ist ganz schön schwierig, hier einen nicht total übersüßten Joghurt zu finden. Hab denn aber am Ende so einen Joghurt griechischer Art gefunden, der nur 3 Gramm Zucker hat, irgendwie auf 225 oder 27 Gramm. Ist eigentlich so richtig cool, dass ich das dann doch noch gefunden habe. Ja, ich werde jetzt einen Plan so für die Woche machen. Ich möchte ein bisschen hier was auf dem Boot machen. Dürfen die aber noch nichts wissen, soll eine Überraschung sein. Ja, dann möchte ich auch noch auf den Strand gehen, noch ein paar Hikes machen. Und das werde ich jetzt so planen, was ich so an welchem Tag mache. Möchte dann auch ein paar Leute für finden, dass ich das nicht alleine machen muss. Und da werde ich wahrscheinlich auf Couchsurfing ein bisschen gucken oder auf anderen Internetseiten, ob ich da halt irgendwie jemanden finden kann, der sich mit mir dann halt trifft und mit dem ich dann hiken kann. Ich habe euch jetzt ja so einen kurzen Einblick gegeben, ja, wo ich jetzt hier bin, dass ich jetzt auf Hawaii bin. Das ist die Insel Oahu. Ich bin hier am Waikiki Beach und ich würde sagen, mehr erzähle ich euch einfach im nächsten Video. Ich wünsche euch allen wie immer einen tollen Tag, eine tolle Woche und ich sehe euch das nächste Mal wieder. Ja, falls ihr mir auf Instagram folgt, dann wisst ihr meistens auch schon mehr, als wenn ihr mir auf YouTube folgt. Also mein Instagram-Name ist Fred's Crazy World, also genau wie dieser Kanalname, nur dass alles kleingeschrieben ist. Und da könnt ihr dann auch schon immer ein paar Bilder sehen von meinen Erlebnissen und ja, da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Okay, tschüss!